Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 24 Hockey Ultimate Team. Jawohl, Feature Squad. Let's start in the week. Into the week. Wir wollen heute gewinnen und damit wollen wir eigentlich die Woche positiv starten, damit wir morgen gleich positiv weitermachen können. Was nehme ich mir vor diese Woche? Mit heute 5-1. 5-1. 5 Siege, eine Niederlage. Ein Sieg in Overtime. Am Freitag. Overtime machen wir am Freitag. Davor normal verlieren, normal gewinnen. Die Niederlage. Lassen wir den Montag starten, wie Montag starten soll. Montag Niederlage. Den Rest der Woche gewinnen. Und Freitag gewinnen wir in Overtime. Hängen. Diese komplett weißen Trikots machen wir fertig. Die sind nicht schön. Uff, knapp daneben. Wenn die Mannschaft die angeschaut davor, tut mir leid. Wir können aber zumindest, glaube ich, die Angreifer so noch anschauen. Ah ne, hier können wir durchgehen. Richards, Smith 94, Kane 94, Stone 94, das sind die normalen Karten. Everly 92, Henrik 85, Edmondson 86, Lawton, Edmondson 85, Tanev 91, Duclair 85, Klingberg 87, Carrier 85, Barbashev 87, Tarasenko 86, 85, Janot 94, Murphy, Günzel, Walker und im Tor haben sie Markström mit 90 und Allen mit 85. Beides nicht unbedingt Keeper, die ich gerne habe. Ja, schafft es mir doch wieder die Scheibe ab in letzter Sekunde. Bin ich kein Fan von. Haben natürlich unheimlich viel Tempo. Okay, mach's dramatisch schön. Kurz. Oh nein, das Icing. Da kommen wir nicht zum Wechseln. Schlecht. Tanev. Blockt. Heisi nimmt die Scheibe mit. Der erste geht schon wechseln. Heisi hat die Scheibe noch. Ah, McDavid. Harvey ist komplett platt. Hätte schon längst wechseln gehen können. Und macht sie es denn nicht? Ich weiß es nicht. Giroux. Ja, sie gehen generell nicht wechseln. Auch McDavid nicht. News. Ja, das ist mal ein bisschen frischeres Blut auf dem Eis. Ah, Tanev. Nein, Giroud checkt Hughes weg. Muss ich dich selber rausführen? Danke. Oh, der war schön. Der war richtig schön. Knight. Oh, kommt nicht hin. Das reicht nicht. Keller. Tarasenko, Giroux. Marius, Mana, scheiße. Boah. Die spielen so ekelhaft. Ja. Mana hinterher. Da kommt noch einer. Na, Mana bleibt hängen. Das kann nicht wahr sein. Tarasenko. Ja, damit habe ich gerechnet. Leck mich am Arsch, Alter. Also weißt du, wenn die KI schon auf diese bescheuerten Glitches geht, sorry, da kommt mir so ein Kotzreiz, Alter. Weißt du, wenn es die Online-Spieler machen, okay, aber die KI, Alter, come on. Sich nichts Besseres einfallen zu lassen, als hier auf ein Glitch-Tor zu gehen. Junge. Einfach so viele Checks fahren, es ist wurscht, weil es kommt immer noch einer hinterher von den anderen. Ja, klare 2 Minuten für Karlsson gibt es nicht. Messier bleibt am Bein hängen. Holt ihr wenigstens die Scheibe zurück, muss man ihm erlassen. Ist er langsam, Alter.
Keller. Mein Wahnsinn. Du gibst den Check noch aus. Und trotzdem. Oh, das ist überraschend schnell immer wieder. Ja. 1-1. Markström mit Tempo geschlagen. Und wieder Assist von Oates. Was wären wir ohne diesen Mann? Ich weiß es nicht. Boah, Jirikowski. Ganz enger Turn. Und nochmal so ein enger Turn. Und dann mit einem absoluten Dreckspass. Oh, mit David. Was ist mit dir los? Warum bist du so körperlich brutal? Okay, kriegt einen ab, reicht aber nicht. Oh. McDavid. Brutalo-Schule besucht. Tor. Wollte gerade sagen. Schönes Ding. Heisi zieht. Gretzky sieht danach die Möglichkeit. Ja, da kann sie nichts dafür, dass in Markström landet. Das war Verteidigerschuld. Und das hindert natürlich Markström hier den Nachschuss von Gretzky zu parieren. Aber da kann sie nichts dafür. Da wäre sie vorbeigelaufen. Connor McDavid, 25 Assists. Auch er sammelt Punkte. Heisi. Auch mit am Tor beteiligt. Was gibt Schöneres? Nochmal so ein guter Check von Klingberg. Nach 20 Minuten. Spiel gedreht, nachdem wir bitter zurücklagen erstmal. Aber wie gesagt, wir spielen unseren Stiefel weiter. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Heisi. Heisi. Ja, das kann sie. Und wir wissen, dass sie rotzfrech ist. Kommt dazwischen, reicht aber nicht. Stone gegen Harvey. Gut gemacht. Ah, jetzt werden sie wieder Prime Barcelona. Ja, das ist Wahnsinn. Du weißt, wann das Tor fällt. Ich sag's noch, jetzt werden sie wieder Prime Barcelona. Auf einmal sitzt jeder Pass. Sie laufen jeder Scheibe hinterher. Ja, war wieder klar. Das war mit Ansage das Tor. Ist auch immer schade, dass diese Tore immer so mit Ansage sind. Das davor kriegen sie nichts auf die Kette. Und auf einmal, jede Scheibe bleibt in ihrem Besitz, egal was du machst. Sie blocken gegen... Ja, mit Glück hat es. Ja, hätte locker schief gehen können. Und wieder kommen sie an die Scheibe. Chiru gegen Kristanev. Chiru. Reicht nicht. Kommen nicht ein weiteres Mal in Einzugsbereich. Querpassschuss. Wir brauchen die Konter. Wir brauchen die Konter gegen diese Team of the Weeks, gegen diese Featured Squads. Anders kommen wir nicht ganz voran, was schade ist. Keller. Oh, Günzel. So einfach geblockt. Boah, Günzel. Er tankt sich hier durch. Es gäbe nichts Einfacheres. Oh. Ja, das war nicht gewollt von mir. Keller macht es aber gut.
für das, dass diese Scheibe so komisch weird da rumfliegt, macht sie das erstaunlich gut. Und jetzt kriegt sie aber 2 Minuten. Zieht Tarasenko die Beine weg, hat sich gedacht, nee, zweites Mal verarschen mich nicht, leeren Laufen. Und hoffen, dass wir jetzt eben kein dummes Tor kassieren, weil sonst ist der Ausgleich da. Dann haben wir sie zurück ins Spiel geholt nach 2 Tore Führung. Fände ich extrem schade. Jiříček. Daudi ist raus. Kann das sein, warum spielt Harvey mit Jiříček zusammen Unterzahl? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Die bilden ja gar keine Reihe zusammen. Weder Special Team noch sonst was. Boah, Jiříček gegen Kane alleine. Stark. Gretzky versucht. Und nein. Und Oettinger sagt aber auch gleich, nee, ich will gar nicht festhalten, lass weiterspielen. Lass sie laufen. Hat auch seinen Grund, warum er das sagt, glaube ich. Nee, Mark Sturm-Harding, der wäre vorbei gewesen. Aber wir setzen diese... Ja. Egal. Ah. Keller mit dem Topschuss. Jetzt muss nur jemand seine Kelle hinhalten. Wieder guter Schuss, wieder geblockt. Keller. Nochmal Keller, jawohl. Megan Keller. Die Frau ist unsere Anführerin. Man sieht warum, weil sie nicht zurücksteckt, weil sie nicht aufgeht, weil sie immer weitermacht. Immer eine Möglichkeit findet, nochmal was zu machen. Messier. Keller. Karlsson. Sie findet auch komischerweise immer diese Leute, die eigentlich dann noch extrem gut freistehen. So wie Karlsson gerade. 24 Minuten noch auf der Uhr insgesamt. 4 Minuten in diesem Drittel. Ist geblockt. Schade. Keller. Keller. Karlsson. Keller ist abgefälscht. Das ist genau das, was ich meinte. Es muss nur irgendjemand mal die Kelle dran kriegen. Passiert aber nicht so, wie wir es brauchen. Tempo. Ach, reicht nicht. Murphy körperlich stärker als unsere vierte. Oh, Lofton. Hischier, jawohl. Das gibt 2 Minuten. Kommt der dahin? Das war so schön gespielt, dieses Ding. Und dann einfach zack, zack. Und einfach hoffen, dass die Scheibe irgendwie durchkommt. Nee, reicht nicht. Schade. 5,7 Sekunden. Reicht es für ein Powerplay-Tor? Fragen wir Daudi, Harvey und Gretzky. Die können uns das vielleicht beantworten. Nee, reicht nicht. Schade. 17 zu 12 Torschüsse. Also sie haben schon mehr Torschüsse, aber wir haben Powerplay. Wir müssen das Powerplay jetzt nutzen. Ansonsten gibt es wieder irgendwie Energieboost gegen uns. Und dann natürlich dann dagegen gesagt, boah, gerade Powerplay überstanden. Jawohl, komm, jetzt auf geht's. Also, sie probiert es einfach. Scheiß drauf. Ich probiere es durch die Beine. Wenn Marc schon aufmacht, schiebe ich ihn unten durch. Ja, wir müssen ein bisschen genauer werden. Kane beim Face-Off, das ist glücklich für uns. Richard steht nämlich nebendran. Und Kane ist nicht unbedingt der Face-Off-Spieler. Harvey. Daudi. Heisi. Harvey. Boah.
Nochmal Harvey, schießt Klingberg ab, das ist schade. War es eine gute Combo, die wir da hatten. Na, Richards tankt sich durch. Dowdy. Harvey. Heisi sagt sofort, ich bin frei. Heisi ist auch frei. Oh, McDavid. Murphy. Gut dazwischen von McDavid. Konter. Mit Harvey, mit Gretzky. McDavid. Gretzky. Gretzky von allen aufgehalten. McDavid. Lehrer wird das Tor heute nicht mehr, Freunde. Oh, Harvey gegen Barbashev. Da hat er sich kurz richtig schön Sand schlucken lassen. Und wieder hinten raus mit Heisi. Tempo? Nein. Dowdy hinterher. Untypisch für einen Verteidiger, da hinterher zu gehen. Stört Carrier aber. Beim Carrying der Scheibe. Harvey. Lofton. Oh, schön durchgesetzt. Hughes hinten dazwischen. Harvey für Giroux. Dann zieht Dowdy mit hinten rein. Kommt die Scheibe nicht durch. Dowdy sofort wieder Rückwärtsbewegung. Barbashev, Smith, Ryan, Smith. Von der Scheibe getrennt. Wichtig. So wichtig. Lofton gegen Hughes. Hughes findet Knight. Knight. Hillary Knight. Hillary Knight. Ja, findet aber auch keine Anspielstation. Da ist alles weiß da hinten. Jetzt! Ja! Ja! 4-2. Knight auf Giroux. Und jetzt klingelt es am Kasten. War also auch ein bisschen Drucksituation. Musste jetzt irgendwann passieren. Wenn nicht, dann hätte der Gegner getroffen. Knight wieder vorbei an McDavid. Oben die Alteingesessenen, die schon x100 Spiele haben. Ah, wird nicht zählen, Billy, wo blockt ein Torhüter? Wäre aber schön gespielt gewesen. Wäre richtig schön gespielt gewesen. Ist schade. Ist schade. Glück für den Gegner. Das wäre jetzt ein Doppelschlag gewesen. Und dann zack, wären sie drei Tore hinten gewesen. Mana. Sagt aber gleich, so ein Zufall war das eigentlich nicht. War schon geplant, dass ihr jetzt drei Tore hinten seid. Keller, Belivo. Ah, schade, kriegt die Scheibe nicht ganz so zum Mana, wie es hätte sein sollen. Walker. Mana hinterher. Mana hinterher. Mana. Oh. Mana. 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 Mitch Mana, das ist so dieses kleine Eichhörnchen, was schon 200.000 Nüsse hat. Aber es ist wurscht. Das kämpfen viele andere Eichhörnchen um die Nuss. Aber Mana muss die Nuss haben. Scratch-mäßig fast schon. Bloß, dass Mana ein bisschen mehr Erfolg hat als Scratch. Wobei Scratch am Ende seine Nuss auch ist. Also, muss man auch dazu sagen. Für die Leute, die sich jetzt fragen, wer Scratch ist, Ice Age schauen. Auf geht's. Kann ja nicht wahr sein. Scratch-Kultcharakter, aber Basel. Das war nicht das, was ich haben wollte. Das ist Kultcharakter. Deutsches Unterhaltungsgut praktisch. Hirikoski, ja, da ist ja gar niemand da. Glück, dass das kein Abseits war. Nein, der kriegt die Scheibe nicht durch. Nochmal, nein, hier steht hinter Klingberg. Also, pff, sie verarschen. Das war nicht so einfach. Hiricek. Oates. Oh, Richards Oates. Ist wurscht, kämpft sich da durch. Oates, Jiricek. Oates. Das kann nicht sein. Deut Mo, Alter. Deut Mo hinten ums Tor rum. Ja, wenn es die Jungen nicht machen, dann machen es halt die Alten. Aber richtig schön, Adam Oates. 5-2. Und weiter geht's. 5 Tore Unterschied brauchen wir. Boah, Markström, klasse Parade. Das war eigentlich ein sicheres Ding von McDavid. Huiuiuiuiui.
23 zu 18. Ein Torschuss in 17 Minuten. 16 Minuten und 30, um genau zu sein. Bisschen wenig von unserem Gegner. Für das, dass sie das Spiel eigentlich noch gewinnen wollten. Ja, wenn zwei hinfassen, ist immer ein bisschen dumm. Sollte vielleicht nur einen hinfassen, der andere sollte warten, ob er die Scheibe kriegt. Bauerschef zieht schön an. Tanev. Carrier. HW und Heisi kontert. Jetzt auf geht's. Heisi. Bauerschef mit dabei. Da zieht sie vorbei. Heisi. Ah, zwei Schläger ist einer zu viel. Bauerschef. Heisi kommt auch nicht hin. McDavid macht es gut an der Bande. Macht er sofort die Bande zu. Gefällt mir gut, wenn er das macht. Harvey ein bisschen unvorsichtig und dann kommen da ein paar Leute durch. Genau, Smith. Sowas mag ich, Alter. Jo, sowas mag ich schon. Heisi und wieder Markstrom. Wieder Markstrom. Heisi teilt nochmal einen aus. Ich weiß nicht, wen sie da einen austeilt, aber der war persönlich. ...14,7 Sekunden, das wird nicht mehr reichen für zwei Tore, aber vielleicht kriegen wir eins noch hin. Karlsson. Nee. Megan Keller zieht Hillary Knight eher die Beine weg. Everly, Janot, Joseph Duclair, der probiert es nochmal. Aus, vorbei, 5-2, wir gewinnen mit 3 Toren Unterschied, besser ist gar nichts. Nach einem Rough Start und einem guten, kurzen Comeback des Gegners, wo fast das 3-3 in der Luft lag. Kassieren sie am Ende nochmal 2 im letzten Drittel. Das ist immer so komisch, Dinger. Was heißt das? Da ist dieser krasse Save dabei von McDavid oder gegen McDavid. Aber ja. Oh, der ist gut. Das ist ein Money Shot. Taylor Heisi, das ist ein Money Shot, Alter. Siehst du mal, wie wenig Platz da oben noch war in dem Eck, wo das Ding einschlägt. Krasser Shit. Aber gut, wir gewinnen mit 5-2. Wir nehmen die Punkte mit. Das freut mich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüssikowski.